wunderbar. So, dann gucken wir mal uns die Bilder ganz genau an. Untersuchen. Gewürzhändler Evan Knob. Das ist Z. Burner. Das ist V. Dalinci. V. Dalinci. Also ist es dann der dritte, den ich jetzt genommen hätte. Okay. Ich hätte mir sagen können, dass ich mir die Bilder vorher angucken kann. Ne? Ja, Clotilde Dingenskirchen. Et in Covia Igor von N. Boussin. Und das hier ist ein Clotilde da oben, ne? Nein, haben wir doch. Da oben, da oben, da, da. Oh, hör doch mal auf, immer da unten noch zu gehen, Mensch. Ich will da oben das Bild nochmal an. Hier, da, 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 da. Oh, Nerv. Diese Zeitgenossen. Hallo? Die Kunst verstehe ich einfach nicht. Ah. Stillleben Jotne Jotilde de Vavari. Okay. Also ist auf jeden Fall der Knilch. So. Jaromir. Blablabla. Natürlich. Das Kaufmannsporträt. Eindeutig. Ach was, der Kaufmann mit der Perle, ist doch klar. Sieh einer an. Ja. Wer hätte das gedacht? Hm, auf ein Wort unter vier Augen. Jetzt kommt's. Vergib meine Impertinenz. Ich hielt dich für einen Banausen von Vivaldis Schlag. Wow. Ich sollte Abbitte leisten, also verrate ich dir ein Geheimnis. Jetzt kommt's. Heute kommt ein Van Roch unter den Hammer. Nein! Der Maler ist weitgehend unbekannt, hat aber in Markus Hottgeson, dem Buchverkäufer am Novigrader Marktplatz, einen großen Bewunderer. Unglaublich. Ich wette, dass du ihm das Werk mit sattem Gewinn verkaufen kannst. Danke. Nichts zu danken. Ob ich das entschuldige? Entschuldige mich bitte. Meine Freunde warten. Was hat er gesagt? Ich habe nicht zugehört. Was hat er dir gesagt? Och, nix. Ich soll den Van Roch kaufen. Anscheinend ist dieser Buchverkäufer in Novigrad bereit, gutes Geld für sein Werk zu bezahlen. Ach, wer hätte das gedacht? Also gut, gehen wir. Farbklecks auf Farbklecks. Schon von der Menge kriege ich Kopfweh. Na wunderbar. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ach, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Ja gut. Geht das hier rein oder was? Okay. Dann geht's jetzt los. eBay. eBay auf Redage. Wimme, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen drei Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Klar. Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Her damit.
Der weißhaarige Herr bietet 200. Hören wir 250? 200 zum ersten, zum zweiten, zum... Prächtig, Gräfin Mignone bietet 250. Höre ich 300? Alter! Okay. Na aber, wie rasant! 300 zum ersten, zum zweiten. Hören wir 350? 300 zum dritten, verkauft an den weißhaarigen Herrn, Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur. Juhu! Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2, ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Roch, Sterne Nacht über dem Ponta. Ui. Ein charmantes Werk, Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen, wertes Publikum, das ist praktisch geschenkt. Da machen wir mit. Oh, wir haben einen Bieter. Sogar einen Katzenäugigen. 20, höre ich 30? Verzeih mir, Geralt, aber Geschäft ist Geschäft. 30 von Wimme Vivaldi. Bietet jemand 40? 30 zum ersten, zum zweiten? Nix da. Aha, der weißhaarige Herr bietet 40. Wer bietet mehr? 40 zum ersten, zum zweiten? Vivaldi, der Bankier, gibt nicht so schnell auf. 50! Bietet jemand mehr? 50 zum ersten, zum zweiten. Letzte Chance, wertes Publikum. Ja, damit. Oh, ein Gebotskrieg. 60. Wie aufregend. Bietet jemand mehr? 60 zum ersten, 60 zum zweiten. Ach, nimm du's, Geralt. Verkauf! Ja. Sternennacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Objekt Nummer 3, Damen sollen. Und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Oh. Mit Goldrahmen und Bergkristallen. Gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Nein, der Professor. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnmeister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Iwanowitsch Zaitsev. Zum ersten, zum zweiten. Und 350 für mich. Ja. Unglaublich. Ja. Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum ersten, zum zweiten. Verkauft. Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Ja, absolut. Welch eine Aufregung. Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch mal diese Auktion richtig gerockt, ne? Lecker. Oh, Geralt, schau. Horst Borsody. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher ihn sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Alles klar. Evil, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Schau gerne wieder vorbei. Ciao. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... nicht eingeladen ist. Was? Das soll mal ein bisschen den Ball flach halten. Immerhin, ne? Hier. Aber du hast an meiner Anwesenheit verdient. Ich habe ein gutes Sümmchen hier gelassen. Ich bin nicht Vivaldi. Profit allein reicht mir nicht. Ich will mehr. Das Auktionshaus ist vor allem ein Treffpunkt für die lokale Elite. Offenkundig passt ein Wandermutant hier nicht rein. Was? Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? So wird das nicht. Kann ich mit einem anderen Borsody reden? Auktionshaus der Borsodys. Die Mehrzahl in dem Namen ist doch kein Zufall. Hast du einen Verwandten, mit dem ich reden kann? Einen, der, nun, nicht ganz so ätzend ist wie du? Der Name ist historisch, Geralt. Das Auktionshaus wurde von zwei Brüdern gegründet. Horsts Vater und seinem Onkel. In dieser Generation... Es gibt mich und nur mich. Kommt zur Sache sofort. Schön, sparen wir uns die Floskeln.
Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Spielt keine Rolle. Geheimhalt, sagst du mir, was es ist oder nicht? Wache, bring den Hexer raus und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Was für ein arroganter Sack ist das denn? Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Wow. Treffpunkt für die Elite, wie wahr? Kommt, Jungs. Bring it lockern on. Lockern wir die Muskeln. Rechts, links, dann oben auf die Birne. Der Penner geht zu Boden. Ja. Na? Lass mich mal durch hier, Alter. Hey, Daniel. Boah, Alter. Ich komme gerade mit deinen Tasten nicht klar hier. Oh, alter Schwede. Oh, der Welpe hat Zähnchen. Na, komm schon. So, komm. Da! Boah, das war aber knapp. Uiuiuiuiuiuiui. War gerade völlig irgendwie durch den Wind mit meiner. Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Ja. Man kann ein Weilchen warten. Richtig. Man kann die Gegner, stimmt, was man sagt, die am Boden liegen, schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ja. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borsodis Haus niemals. Was immer das sein mag, sag's mir mal. Und du kannst mir helfen? Wir können einander helfen. Komm zur Sache. Wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich da niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Das stinkt doch sehr nach Falle, oder? Geh jetzt heute des Kräuterkundlers nahe Ochsenfurt und nenne ihm das Passwort. Charaktereinträge, ein Fremder und Horst Borsodi. Ein Sammler aus Leidenschaft. Verkauft das Gemälde. Das ganze Zeug ist wieder da. Oh, die Brille ist hier. Ich kann sie tragen. Ja. Yeah, baby. Oh, jetzt bin ich ja die coolste Sau von Ochsenfurt, oder? Hey,
Silbermähne, was hat dich denn ergrauen lassen? Ist er nicht eine coole Socke? Ist er nicht eine super coole Socke? Yo, Baby, yo, Baby, yo. Lang lebe, etc., etc. Etc., etc., pp. Ist so schwein nach diesem Gelage in der Taverne. So, ihr Lieben, wir speichern den Spielstand hier wieder manuell ab. Bam. Und verlassen das Spiel für heute. Doch, doch, guckt auf die Uhr, es ist gleich 20 vor 11. Papa muss vernünftig sein, Papa muss morgen wieder ran. Der eine oder andere von euch, vielleicht ja auch noch. Und darum sagen wir hier, Tüdelü Geralt, die coolste Socke von Ochsenfurt, mit der coolen Brille. So, noch einmal kurz hier rein. Hi, ich grüße.